Du hältst gerade dein erstes iPad in den Händen und fragst dich jetzt, wie zur Hölle funktioniert das hier eigentlich alles? Keine Sorge, du bist nicht allein. Und genau aus diesem Grund habe ich diesen ausführlichen Anfängerguide gemacht, wie du dein iPad bedienen kannst und was sich wo alles im Betriebssystem versteckt. Dementsprechend, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Wenn du dein iPad zum allerersten Mal einschaltest, wirst du zunächst durch einen geführten Einrichtungsprozess geleitet. Dieser ist wirklich selbsterklärend und deswegen werde ich an dieser Stelle auch nicht nochmal ausführlich darauf eingehen. Schau einfach, was auf deinem Display steht und handle dementsprechend. Hast du die Einrichtung von deinem iPad abgeschlossen, dann findest du dich in der Regel auf dem Home-Bildschirm wieder, den ich grundsätzlich in vier unterschiedliche Bereiche einteilen würde. Da wäre zunächst einmal die Mitteilungszentrale, die sich oben links befindet. Dort siehst du standardmäßig die Uhrzeit und das aktuelle Datum und wischst du von oben herunter, dann siehst du aktuelle Mitteilungen. Du kannst jetzt direkt in die App der Mitteilung gehen, wenn du einfach auf die Mitteilung draufklickst, oder du kannst auch mit der Mitteilung direkt interagieren, wenn du jetzt zum Beispiel die Mitteilung länger gedrückt hältst. Gibt es dann irgendeine Interaktionsmöglichkeit, dann wird dir das in der Regel auch sofort angezeigt. Wenn es keine gibt, dann eben dementsprechend nicht. Du kannst eine der Benachrichtigungen löschen, indem du sie einfach nach links wegwischst, oder du kannst alle gleichzeitig löschen, indem du hier einfach auf das kleine X klickst und dann auf Entfernen gehst. Oben rechts auf deinem Homebildschirm, da befindet sich dann das Kontrollzentrum. Hier werden dir verschiedene Symbole angezeigt. Aktuell siehst du hier zum Beispiel bei mir den aktuellen Ladezustand, den Fokusmodi, den ich gerade aktiviert habe, meine aktuelle Signalstärke von meinem WLAN-Signal und meinem Mobilfunk und meine aktuell laufende Bildschirmaufnahme. Wenn ich jetzt von oben rechts nach unten wische, dann wird mir hier das Kontrollzentrum angezeigt und ich kann hier verschiedene Sachen schnell einstellen. Ich kann zum Beispiel die Lautstärke anpassen, die Bildschirmhelligkeit von meinem iPad ändern oder hier zum Beispiel auch schnell das WLAN aktivieren oder auch deaktivieren. Außerdem kann ich auch das Ausgabegerät ändern, indem ich hier eben auf dieses Symbol klicke und dann hier auswähle, auf welchem Gerät mein Ton wiedergegeben werden soll. Außerdem kann ich mir hier verschiedene kleine Shortcuts drauflegen. Um diese anzupassen, halte ich einfach kurz länger gedrückt und gehe dann zum Beispiel auf dieses Plus-Steuerelement hinzufügen und kann jetzt mir hier verschiedenste Steuerelemente aussuchen, die ich hier noch hinzufügen möchte. Zum Beispiel kann ich mir jetzt aussuchen, dass ich hier gerne meine Weckereinstellung ebenfalls noch gern schnell in den Schnellzugriffen mit drin hätte. Ich persönlich habe hier auf meinem iPad bereits die Beta der nächsten iPadOS-Version installiert. Schaust du dieses Video also vor dem Oktober des Jahres 2024, kann es sein, dass dieses Kontrollzentrum bei dir noch leicht anders aussieht. An sich ist die Funktionalität aber ähnlich. Die einzig wirklich coole neue Funktion von dem neuen Kontrollzentrum ist, dass ich jetzt hier durchwischen kann. Ein Feld weiter unten habe ich dann die Schnellauswahl für das, was aktuell auf meinem iPad wiedergegeben wird. Noch einmal darunter habe ich dann die Schnellauswahl für meine Home-Geräte und noch einmal darunter habe ich dann verschiedene Schnelleinwahlmöglichkeiten für zum Beispiel meinen WLAN, mobile Daten, den Flugmodus und so weiter und so fort. Möchte ich anschließend zurück auf meinen Home-Bildschirm kommen, klicke ich einfach irgendwo auf das Display und schon bin ich zurück auf meinem Home-Bildschirm. In der Mitte des Home-Bildschirms finden wir dann alle Apps und Widgets, die auf dem iPad installiert sind. Möchtet ihr diese anpassen, dann haltet ihr ganz einfach auf einer freien Stelle des iPads gedrückt und könnt jetzt ganz einfach zum Beispiel Apps verschieben. Ihr seht jetzt hier, ich habe keinen freien Platz mehr. Dementsprechend lösche ich jetzt hier einfach mal eines der Widgets und kann jetzt anschließend zum Beispiel dieses App-Symbol hier nehmen und nach unten schieben. Ich kann tatsächlich auch mir mehrere App-Symbole gleichzeitig auswählen und diese dann, wie ihr hier seht, gleichzeitig an einen neuen Ort ziehen. Ich kann außerdem auch die Größe von einem Widget ganz einfach anpassen, indem ich hier unten auf dieses kleine Symbol klicke und kann zum Beispiel so mein Kalender-Widget noch einmal größer machen. Möchte ich eines der Symbole löschen, kann ich einfach auf dieses kleine Minus klicken. Ich wähle jetzt mal hier eine App aus, die ich wirklich auch löschen kann und habe jetzt hier die Auswahl, entweder die App komplett zu löschen oder sie nur vom Homebildschirm zu entfernen und dann landet sie in der App-Mediathek. Dazu aber gleich später mehr.
Möchte ich jetzt ein neues Widget hinzufügen, dann klicke ich hier oben links einfach auf Bearbeiten und gehe dann auf Widget hinzufügen. Und hier habe ich jetzt wirklich eine riesengroße Auswahl an unterschiedlichen Widgets, die ich mir auf meinem Homebildschirm platzieren kann. Und wie ihr seht, der Vorteil von diesen Widgets ist ganz einfach, dass ich mehr von der App direkt auf meinem Homebildschirm sehe und direkt auch damit interagieren kann. So kann ich zum Beispiel jetzt hier in meiner Audible-App mir direkt dieses Buch hier, Konzentration, öffnen und komme jetzt in Audible direkt an diese Stelle, wo ich das Buch theoretisch direkt abspielen kann. Möchte ich jetzt von dieser App wieder zum Homebildschirm gelangen, kann ich das ganz einfach tun, indem ich von unten einmal bis etwa zur Mitte des Bildschirms von meinem iPad streiche. Durch diese Geste komme ich grundsätzlich immer zurück zu meinem Homebildschirm. Und wo wir schon einmal bei den Gesten sind, möchte ich euch auch noch die weiteren Gesten zeigen. Denn wenn ich ungefähr bis zur Mitte des Homebildschirms wische und dann kurz gedrückt halte und dann erst loslasse, dann öffnet sich die App-Übersicht, wo alle Apps mir angezeigt werden, die gerade im Hintergrund geöffnet sind. Hier kann ich jetzt zum Beispiel eine App nach oben wischen, um diese komplett zu schließen, oder ich wische wieder, um auf meinen Homebildschirm zurückzukommen. Außerdem kann ich, wenn ich mich in einer App befinde, wir öffnen hierfür nochmal die Audible-App, indem ich von links reinwische, immer auf die letzte Seite zurückkommen. Immer wäre eigentlich zu schön gesagt, denn wenn ihr oben links einen Pfeil angezeigt bekommt, dann geht das tatsächlich nicht. Klingt komisch, ist aber so. Müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Deswegen öffnen wir jetzt zum Beispiel einfach mal meinen Safari-Browser, wo ich mich gerade über ein Balkonkraftwerk informiert habe. Und wenn ich jetzt von links reinwische, komme ich auf die letzte Seite, die ich vorher geladen hatte. Und wische ich jetzt von rechts wieder rein, dann komme ich wieder auf die Seite, auf die ich vorher war. Und wenn ich jetzt von unten wieder reinwische, dann komme ich wieder auf den Homebildschirm zurück. Möchtest du mehrere Apps zusammen in einem Ordner gruppieren, dann musst du einfach auch wieder kurz auf deinem Display gedrückt halten und die eine der Apps nehmen und sie dann einfach auf eine andere App draufziehen und schon wird automatisch ein Ordner erstellt und hier oben könnte ich dann theoretisch auch noch den Namen ganz einfach anpassen. Wische ich jetzt auf dem Homebildschirm nach links, also beziehungsweise ich wische nach rechts und komme dadurch nach links, dann werden mir hier jetzt verschiedene Widgets angezeigt. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich sinnlos, seitdem man Widgets auch auf dem Homebildschirm platzieren kann und dementsprechend nutze ich das auch nicht. Hier könnt ihr jetzt aber genau wie auch auf dem Homebildschirm über ein gedrückt halten, hier zum Beispiel das Widget einfach entfernen. Ich kann weiter nach unten scrollen, mir zusätzliche Widgets hier auch noch hinlegen, nutze ich persönlich jetzt aber eher selten, wie gesagt, weil ich kann mir die Widgets sie auch einfach auf meinen Homebildschirm packen. Wische ich in die andere Richtung, also nach links, um nach rechts zu kommen, dann öffnen sich die weiteren Seiten, die ich eben auf meinem Homebildschirm abgelegt habe mit weiteren Apps. Und wische ich ganz nach rechts, wo dann keine Seite mehr folgt, dann öffnet sich die App-Mediathek. Und in dieser App-Mediathek finde ich wirklich alle Apps, die auf meinem iPad installiert sind. Und diese werden nach verschiedenen von Apple vorgegebenen Strukturen hier geordnet, wie zum Beispiel zuletzt hinzugefügt, Unterhaltung oder auch Dienstprogramme. Ich kann aber auch direkt nach einer App suchen, beziehungsweise kriege jetzt hier auch alphabetisch all meine Apps angezeigt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe Tipps, sehe ich direkt die Tipps-App und kann diese problemlos aufmachen. Möchte ich von der App-Mediathek wieder zurück auf den Homebildschirm kommen, kann ich einfach wieder irgendwo auf das Display klicken und schon bin ich auf meinem Homebildschirm. Und ihr findet diese App-Mediathek nicht nur, wenn ihr von der letzten Seite noch eine weiter nach rechts swiped, sondern auch unten in eurem Dock ganz rechts angepinnt. Hier könnt ihr auch einfach draufklicken und kommt direkt in eure App-Mediathek. Apropos Dock. Denn wir haben ja nicht nur die Apps, die ihr auf eurem Homebildschirm abgelegt habt, sondern ihr habt unten auch ein Dock, was euch quasi permanent angezeigt wird, wenn ihr nicht gerade in einer App drin seid. Und ihr habt hier auf der linken Seite Apps, die euch dort quasi permanent angezeigt werden. Und das ist ziemlich praktisch, um einfach schnell auf diese Apps zuzugreifen. Rechts neben diesem kleinen Strich hier hingegen findet ihr Apps, die zuletzt geöffnet waren, um eben auf diese dann schnell wieder zugreifen zu können. Wie ihr seht, ist jetzt hier zum Beispiel diese Tipps-App dort bei mir angezeigt, weil ich die eben gerade erst geöffnet habe. Um eine App jetzt in dieses Dock zu ziehen, macht ihr am Ende genau das gleiche wie zuvor auch. Ihr nehmt euch jetzt irgendeine dieser Apps, haltet lange gedrückt,
zieht herum und jetzt könnt ihr die hier einfach reinlegen. Hier passen tatsächlich auch viele Apps rein und wollt ihr eine App entfernen, macht ihr das gleiche, lange gedrückt halten und dann könnt ihr ganz einfach auf App entfernen gehen, beziehungsweise wenn ihr wieder über einen langen Druck auf das Display selbst dieses Bearbeitungsmenü geöffnet habt, könnt ihr dann einfach auf dieses kleine Minus klicken und habt dann wieder die Auswahl, die App komplett zu löschen oder sie nur vom Homebildschirm zu entfernen. Möchtest du ein neues Programm auf deinem iPad installieren, dann musst du dafür den App Store nutzen. Ihr habt keine Möglichkeit, euch Programme wie auf dem Mac einfach aus dem Internet herunterzuladen. Nein, ihr habt nur den App Store. Da gibt es mittlerweile aber tatsächlich sehr, sehr viele Programme zur Auswahl. Das heißt, wir öffnen jetzt hier einfach mal beispielsweise den App Store und hier haben wir dann eine riesige Auswahl an verschiedensten Apps. Sei es, um Spiele zu spielen, sei es, um produktiv zu sein, seinen Tag zu planen, Office-Arbeiten zu machen und so weiter und so fort. Und ihr habt natürlich auf dem iPad auch vorinstalliert viele Apple-eigene Apps, die wirklich nützlich sind, wie zum Beispiel die Kalender-App, die Notizen-App, die Fotos-App oder auch die Office-Programme wie Pages, Numbers oder auch Keynote, die ähnlich sind wie die Pendants zu Microsoft, also Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint. Wenn ihr soweit mitgekommen seid, dann lasst uns nochmal zusammen in die Einstellungen reinschauen, denn hier gibt es ein paar Sachen, die ich euch zumindest für den Anfang noch zeigen möchte. Um in die Einstellungen zu gelangen, müsste ich jetzt wissen, wo mein Einstellungssymbol ist. Das weiß ich gerade nicht, weil es weder hier unten in meinem Dock ist, noch auf meiner Startseite. Und dafür kann ich jetzt einfach irgendwo auf meinem Display nach unten wischen und öffne dadurch die Spotlight-Suche und kann jetzt hier zum Beispiel ganz einfach nach einer App suchen. Ich möchte jetzt hier die Einstellungen-App suchen, gehe dementsprechend auf Einstellungen und kann jetzt hier auf die App draufklicken und komme direkt in meine Einstellungen. Theoretisch hätte ich jetzt, wenn ich diese App mir irgendwo hätte hinlegen wollen, mir die App auch hier einfach schnappen können und mir die dann zum Beispiel hier mit in mein Dock reinlegen können, um sie dann beim nächsten Mal schneller öffnen zu können. In den Einstellungen selbst möchte ich jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, das wäre viel zu viel, aber es gibt ein paar relativ interessante Dinge, die ihr wissen solltet. Als allererstes scrollen wir hier mal ein bisschen nach unten und klicken auf Allgemein und dann anschließend auf Software Update. Hier solltet ihr unbedingt auf automatische Updates oben klicken und dann hier alles einschalten, dann habt ihr einfach keine Probleme mit den Software Updates und alles funktioniert wirklich problemlos automatisch, kann ich nur absolut empfehlen. Etwas weiter unten findet ihr dann den Punkt Hintergrundbild und hier könnt ihr ganz einfach ein neues Hintergrundbild für euer iPad festlegen, entweder für den Sperrbildschirm oder auch für den Homebildschirm. Ich werde es jetzt nicht hier weiter erklären, aber ihr wisst, wo ihr es findet. Noch etwas weiter unten finden wir dann den Punkt Mitteilung. Hier können wir auswählen, von welchen App wir welche Art von Mitteilung erhalten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig von irgendeiner App Mitteilungen bekommt, die ihr nicht haben wollt, dann klickt ihr jetzt zum Beispiel hier auf die entsprechende App drauf und jetzt kann ich auswählen, entweder ganz oben Mitteilung erlauben, hier auf Aus, dann kriege ich gar keine Mitteilungen mehr oder ich kann jetzt hier einstellen, welche Art von Mitteilungen erlaubt sind und welche eben nicht. Noch etwas weiter unten finden wir dann den Punkt Face ID und Code. Hier kann ich zum Beispiel ein alternatives Erscheinungsbild für Face ID konfigurieren, wenn ich ein iPad Pro mit Face ID habe oder einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen, wenn ich ein iPad mit Touch ID habe. Ich kann mein Passwort ändern und so weiter und so fort. Sollte man auf jeden Fall auch wissen. Ihr könnt euer iPad natürlich nicht nur mit euren Händen nutzen, sondern ihr könnt theoretisch auch problemlos eine externe Maus und eine Tastatur verbinden, was dann alles in allem sehr intuitiv funktioniert. Habt ihr ein iPad Pro oder ein iPad Air, könnt ihr zum Beispiel das Magic Keyboard verwenden, da wird alles automatisch gekoppelt, sobald ihr eben das iPad mit dem Magic Keyboard verbindet. Habt ihr ein anderes iPad oder einfach kein Magic Keyboard, dann könnt ihr externe Tastaturen ganz einfach in den Einstellungen dann unter Bluetooth hinzufügen und diese dann ganz normal nutzen, um zum Beispiel produktiver an eurem iPad zu arbeiten. Apropos produktiver arbeiten, man kann auf dem iPad den sogenannten Stage Manager aktivieren. Das ist eine neue Art des Multitaskings, die Apple vor einiger Zeit eingeführt hat, die ich persönlich aber gar nicht mal so geil finde. Dafür klicken wir einfach hier im Kontrollzentrum auf dieses kleine Symbol. Und wenn wir jetzt auf unserem iPad eine App öffnen, wie ich jetzt zum Beispiel hier die YouTube App und dann anschließend hier unten zum Beispiel mir dieses Symbol so ziehe, wie ich es haben möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt die YouTube-App so angezeigt bekommen, dann kann ich das jetzt mit dem Stage Manager relativ gut machen. Das heißt, ich kann die Fenstergröße von meinen Apps relativ frei wählen und auch tatsächlich am Ende beliebig viele Apps nebeneinander
platzieren. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel mal noch die Apple Music App öffnen und jetzt sehen wir, dass ich hier gleichzeitig YouTube und auch Apple Music geöffnet habe und jetzt diese Apps sogar übereinander platzieren kann, beziehungsweise ich kann mir die natürlich auch so anpassen, dass das Ganze nebeneinander liegt in verschiedenen Größen. Mein Problem mit dem Stage Manager ist tatsächlich, dass ein iPad von der Größe her tatsächlich gar nicht mal so sehr auf diese Fenstermodi ausgelegt ist und ich lieber eine andere Art des Multitaskings bevorzuge. Denn wenn ihr den Stage Manager deaktiviert habt, dann könnt ihr quasi ein normales Split View nutzen und den Platz dadurch auch auf dem iPad auch irgendwie sinnvoller nutzen. Das heißt, wir deaktivieren den Stage Manager hier einfach mal wieder und wie ihr seht, snappen die Apps direkt in voller Größe jetzt hier auf einmal nebeneinander. Ja, ich kann jetzt hier über dieses mittlere Symbol die Größen nicht mehr so präzise anpassen, aber immer noch relativ gut und es wird halt deutlich einfacher die komplette Displayfläche vom iPad genutzt, was für mich persönlich einfach etwas besser funktioniert. Anders ist das Ganze natürlich, wenn man sein iPad mit einem externen Monitor verbindet, denn auch das ist mittlerweile möglich, zumindest für alle iPads, die mindestens einen M1 oder neueren Prozessor verbaut haben, dann könnt ihr diese ganz einfach über den USB-C bzw. Thunderbolt-Anschluss mit einem externen Monitor verbinden. Dabei wird automatisch immer der Stage Manager aktiviert, was aber an einem externen Display auch deutlich sinnvoller ist, weil hier könnt ihr dann wirklich die große Displayfläche gut ausnutzen und auch mehrere Apps problemlos nebeneinander positionieren. Das Problem ist, nicht alle Apps unterstützen so wirklich das Anzeigeverhältnis auf einem externen Monitor und man muss auch sagen, das iPad muss, während man es an einem externen Monitor verwendet, immer angeschaltet sein. Schaltet man es aus, geht auch sofort die Verbindung halt kaputt und das Display wird schwarz, was ich super, super komisch finde. Aber naja, so ist es halt aktuell. Ich könnte euch an dieser Stelle sicherlich noch viel, viel, viel mehr erzählen. Aber ich glaube, ich habe euch einen wirklich guten Überblick über die grundsätzliche Bedienung von einem iPad gegeben. Und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir die super gern mal in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht noch darauf eingehen. Wenn euch dieses Video weitergeholfen haben sollte, dann würde ich mich tatsächlich super über einen Like und ein Abo freuen. Schickt es auch gerne eurer Familie, wenn die noch Hilfe beim Einrichten ihres iPads brauchen. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.